Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Video- und Podcast-Folge Wie werde ich im Internet sichtbar? Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, und zwar Mythen, Einwände und Vorurteile im Internet und vor allem bei Social-Media-Plattformen. Typische Einwände, Vorurteile und Mythen im Internet und zu den jeweiligen Plattformen, ja. Meistens beginnen sie mit der Einleitung Ja, aber. Bis du ein Gerücht hörst, ist es schon längst wieder veraltet. Das Internet entwickelt sich und verbessert sich wirklich täglich. Das Hauptargument ist dann meistens, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit. Sorry, dann hast du echt in deinem Leben eine ganz andere Baustelle. Hier kann ich dir ein paar Wege im Internet zeigen, allerdings nicht deine Motivation oder deinen Tagesablauf ändern. Auch wenn ich das so gut wie möglich versuche, ja, gib dennoch dem Ganzen hier eine Chance und erweitere deinen Horizont. Eventuell ist doch die ein oder andere positive Überraschung hier dabei. Und ja, zum Thema Zeit, überleg dir mal, wie viel Zeit du im Internet verbringst mit irgendwelchen Streams anschauen von Facebook, Instagram, TikTok, however, wie viel Zeit du mit Tageszeitungen verbringst, wie viel Zeit du vor dem Fernseher verbringst, ja. Ein Teil davon kannst du für dein Leben genießen und ja, auch selbst Content erstellen. Und eines sei dir mal ganz klar. Deine Firma existiert nicht, weil du kein Social Media machst, sondern obwohl du bis jetzt keinen Online-Auftritt hast. Glück gehabt. Bis jetzt. Nur was online ist, kann auch gefunden werden und das teilweise über Jahre hinweg. Solange es nur in deinem Kopf ist, ist keinem geholfen. Sucher suchen und Finder finden. Und besser online als nie gesehen. Jede Branche passt ins 21. Jahrhundert. Schnapp dir jetzt dein Smartphone und raus mit dir. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist nichts zu tun. Wieso sollte ein Kunde bei dir kaufen, wenn er nicht mal weiß, dass es dich gibt oder was du hast? Ich kann dir hier die Komplexität herausnehmen. Online-Marketing ist ein Werkzeug deines Unternehmens. Neben Offline kommt einfach Online hinzu. Schluss mit reinen Postwurfsendungen und Plakaten. Und dafür ergänzt du diesen Aufwand oder einen Teil davon mit digitalen Inhalten. Du kannst auch schon mit sehr wenig Geld und sehr wenig zeitlichem Aufwand für deinen Online-Auftritt im Internet starten. Weil wir es immer schon so machen, immer so machen werden, ja, hat schon vielen großen Unternehmen das Genick gebrochen. Kennst du noch Nokia? Setze einen Punkt um oder einfach alle und noch viele mehr, so wie es dir Freude bereitet. Es ist dein Start ins Internet. Taste dich heran, probier die Plattformen aus. Versuche es zumindest. Probier's. Und ja, aber lassen wir ab jetzt einfach weg. Bis zum nächsten Mal. Danke für deinen Daumen hoch. Danke fürs Abonnieren. Danke für dein Feedback. Und ja, im Blog auf fokuhila.online findest du noch weitere ergänzende Infos. Danke dir. Ciao.